Hallo ihr Schneemänner, Domination-Tipps. Ich bin zurück und vielleicht an dem Schnee hier auf den Bäumen und auf den Goldminen könnt ihr schon erkennen, worum es sich handelt. Update 5.1 ist endlich draußen. Ich habe eben fast einen Rückwärtssalto gemacht vor Freude, als ich das gelesen habe. Das erste, wo ich natürlich draufdödeln musste auf die Mauern und wie wir hier sehen, erstes großes und meiner Meinung nach wichtigstes Ding dieses Upgrades ist, wir können die Mauern jetzt endlich upgraden mit Gold oder mit Nahrung. Wir haben aber noch ein paar sehr coole neue Patchnotes und auch andere Patchnotes, die gar nicht mal uninteressant sind. Die werden wir jetzt einfach mal zusammen durchgehen. In der Universität sehen wir zum einen auf der ganz linken Seite unseren fünften, müsste es glaube ich sein, oder sogar sechsten, unseren sechsten großen Erfinder oder unseren Führer, bei dem wir forschen können. Was aber direkt auffällt, wenn wir mal bei den anderen gucken, hier zum Beispiel, es gibt 100 Forschungen bei Hiawatha, der Apachenkönigin, gibt es aber dem Apachenkönig, tut mir leid, gibt es nur 50 Forschungen. Das wird aber gleich in den Patchnotes auch noch erklärt. Erstens gibt es nur 50 Forschungen, also eine verkürzte Gesamtdauer an Forschung. Und die Forschung selbst kosten 2 Tage und 2 Personen. Also im Schnitt 1 Person, eine große Menge an Gold, also an Ressourcen, Gold oder Nahrung. Und letzten Endes auch Zeit weniger. Sprich, hier kommen wir sehr schnell durch. Und hier haben wir auch sehr interessante Sachen zum Forschen. Was auch noch ins Auge direkt sticht, wir haben pro Forschung oder pro Kapitel, pro Buch, was auch immer, was man erforschen möchte, anstatt 10 Kapitel nur 5. Aber auf der anderen Seite haben wir sehr viele der Kapitel, die man hier bei Hiawatha erforschen kann, doppelt. Bedeutet, wir haben hier einmal das Kapitel für Beutesegen 5-mal, dann haben wir hier nochmal das Kapitel für Beutesegen 5-mal. Ich gehe die einfach alle mal mit euch durch. Und beim Beutesegen ist es so, dass wir eine Erhöhung von 1% bekommen. Da wir das Ganze aber 2-mal erforschen können, bekommen wir in Summe 2-mal 5-mal 1%. Also bekommen wir letzten Endes 10% an Beutebonus, an Bonusbonus da oben drauf quasi. Was ziemlich viel sein kann, wenn man den richtig einsetzt. Ebenso, Nahrungsfertigkeitsforschungsdauer wird gesunken oder wird gesenkt, besser gesagt. Um 3% pro Forschungsstand bedeutet letzten Endes wieder 2 mal 5 mal 3 und dann wären wir wieder bei unseren üblichen 30% Reduktion. Jetzt kommt ein Kapitel, das mich sehr, sehr anturnt, muss ich sagen, und zwar Mauer- und Torverbesserungskosten. Krasse Sache, Leute. Ich meine, letzten Endes ist es nur 1%. Für alle von euch, deren Mauer noch weniger als 1 Million kosten, die können getrost weghören, die wird das wahrscheinlich nicht interessieren, aber alle, deren Mauern mehr als 1 Million kosten, werden jetzt aufatmen, denn wir haben hier wieder 2 mal 5 mal 1%, letzten Endes 10% Reduktion. Wenn ich das auf meine Mauern umrechne, die kosten 5 Millionen pro Stück, dann würde ich, wenn ich jetzt alles erforscht habe, letzten Endes 10%, 5 Millionen, 500.000 würde ich sparen, wenn ich das alles erforscht hätte. Und pro Mauerstück, das läppert sich. Ihr wisst ja selbst, es gibt 135, teilweise je nachdem welches Zeitalter man ist, 145, wie auch immer Mauerstücke. Und das mal 500.000 genommen, da spart man schon die eine oder andere Million, selbst wenn man noch nicht auf ganz so hohen Mauern ist. Sehr, sehr cool. Hier ist das äquivalente zweite Kapitel dazu, sehr weit hinten. Also anfangs sind erstmal nur 5% drin, spätere weitere 5%. Was wir dann auch noch sehen, Nahrung, Fertigkeitsforschungsdauer und Kosten kann reduziert werden. Also wir können alle Fertigkeiten, die mit Nahrung erforscht werden, deutlich schneller und deutlich kostengünstiger erforschen. Was es ebenso noch gibt, Mühleverbesserungskosten. Ich weiß jetzt nicht, warum sie das hier nur für die Mühle implementieren, aber die Mühle kostet ja ohnehin nicht sonderlich viel. Die kann man hier irgendwie 5 mal 2%, also 10% insgesamt erforschen. Ich glaube, so eine Mühle kostet, sagen wir mal, wenn ich die jetzt upgraden wollte, würde er 2 Millionen. Das heißt, letzten Endes, wenn wir da jetzt 10% Rabatt drauf bekommen, sind 200.000. Man muss die ja nur einmal upgraden. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Wirklich sinnvoll finde ich es nicht, aber sie mussten wahrscheinlich einfach irgendwas reinpacken, damit sie noch was haben. Was wir dann auch noch haben, nee, das war's alles. Das sind alle Kapitel und es gibt halt noch das letzte Kapitel, quasi den Endskill, den man erforschen kann, wenn man alles andere fertig hat, also alle anderen 50 Forschungen, die 5 Nationen. Und das bedeutet, für alle Forschungen, die mit Nahrung betrieben werden, brauchen wir einen Bewohner weniger. Auch okay, bin ich jetzt nicht so der Überfan von. Wir gehen mal weiter in die Patchnotes auf der Online-Seite. Wir sind auf der Internetseite und gehen mal Punkt für Punkt durch, was das Update 5.1 Lasst es schneien oder Lass es schneien für uns bereithält. Erstmal Winter in Dominations, it snowed, also es hat geschneit in Dominations, es ist offensichtlich, es sind ein paar Texturen, aber das hat jetzt keinen wirklichen Einfluss auf unser Spielerlebnis. Wintry Gifts appear, also winterliche Geschenke erscheinen an den Außenseiten unserer Stadt. Und über den kompletten Dezember. Fröhliche Ferien oder fröhliche Feiertage. Alliance Gifting. Zeigt deiner Allianz, wie viel du dich um sie sorgst. Speziell markierte Käufe, käufliche Belohnungen.
Nee, speziell markierte Käufe belohnen jeden in eurer Allianz mit einem Geschenk. Das weiß ich jetzt gar nicht, was damit gemeint ist. Purchase heißt aber eigentlich bezahlen. Und das kann in dem Sinne, würde ich das damit assoziieren, dass man Käufe tätigen muss. Und da ich bis jetzt die Häuser zwar gekauft habe, aber nichts weiteres, ist das, glaube ich, für mich uninteressant. Hier steht aber auch Activated Soon. Also ich glaube nicht, dass das derzeit schon implementiert ist. Vielleicht kommt das ja noch. Lassen wir uns überraschen. Walls for Food. Mein Lieblingsthema habe ich schon groß und breit lang und durchgetreten. Wie auch immer, ihr wisst es alle schon. Bei Popular Demand, wirklich, also auf große Nachfrage aller Spieler. Mauern auf Stufe 9 und höher können für Gold oder Food upgegradet werden. Die Kosten laufen sich dabei gleich, alle Kosten sind gleich, also halt Gold oder Food. Nahrung, tut mir leid. New Greed Leader, also neuer großer Führer in der Bücherei, Hiawatha. Hier ist nochmal kurz zusammengefasst. Wenn man die Forschung bei Hiawatha tätigt, erhöht das unsere ökonomischen Kräfte und reduziert die Kosten und Forschungszeiten für alle unsere Universitätsfertigkeiten, die Food, also Nahrung, kosten. Hiawatha Skills are cheaper, also die Fähigkeiten bei Hiawatha, habe ich auch schon erwähnt, sind kostengünstiger und schneller zu tätigen als bei den anderen Liedern. Und Hiawatha's Capstone, also die letzte große Fähigkeit, die man freischaltet, wenn man alles andere hat, das Five Nations oder auch Fünf Nationen, reduziert die Nummer oder die Anzahl der Stadtbewohner, die man benötigt für Nahrungsforschung um 1. Es wurden neue Gebäude hinzugefügt und Upgrades. Erstmal Upgrades, also das Allianz-Tor können wir zukünftig auf Stufe 9 upgraden. Bedeutet, dass man, glaube ich, bin jetzt unschlüssig, ich glaube, wenn man kein Franzose ist, kann man jetzt bis zu 36 Truppen anfordern. Im Atomzeitalter müsste das sein. Ich bin mir aber unsicher, keine Garantie für die Aussage. Auf jeden Fall können wir nochmal 3 Truppen mehr anfordern als zuletzt. Den Kommandoposten können wir auch auf Stufe 8 machen. Bedeutet letzten Endes, dass dann auch die passenden Atomzeitalter-Mannequins da rausgelatscht kommen müssten. Und wir können einen zusätzlichen Markt und eine Mühle im Atomzeitalter bauen. Das hat Vor- als auch Nachteile, über die man sich bewusst sein sollte. Ich werde mir stark überlegen, ob ich das baue, weil der Vorteil davon ist natürlich, wenn man seine Ressourcengebäude jetzt noch mehr verteilt, also der Feind nicht nur 3-mal Gold, 3-mal Nahrungsgebäude zerstören muss, dass der Feind im Ende 4 Gebäude zerstören muss. Das hilft dir, wenn du verhindern möchtest, dass der Feind in Summe 100% bekommt, weil er mehr Hitpoints wegbekommen muss. Und es hilft dir, weil der Feind mehr auseinandergelegene Gebäude, du kannst die dann ja, umso mehr Gebäude du hast, umso mehr kannst du deine Ressourcen aufsplitten. Und die muss der Feind natürlich auch kaputt machen. Für dich der Nachteil ist, umso mehr Gebäude du hast, umso mehr musst du auch wieder schützen. Dafür gehen auch zusätzliche Mauern drauf. Also werde ich mir genau angucken, ob das Sinn macht. Balance-Updates haben wir, also sprich Verbesserungen in der Interaktion von verschiedenen Systemen im Spiel. Die Expeditionssegen, also sprich der Erntesegen, der Handelssegen, der Heilungssegen und der Mauernsegen, enthalten jetzt bessere Bonusse oder bessere Bonuswerte, wenn sie von höheren Docks kommen. Bedeutet, wenn jemand das in der Antike sich so einen Bonus oder so einen Segen abholt, hat er geringere Werte als bei jemandem, der es vielleicht im Industrie- oder Aufklärungszeitalter macht. Wall-Zappers machen jetzt vollen Schaden an mehreren Mauersegmenten. Es macht sie besser, einen größeren Eingang zu sprengen. Früher war es ja ehemals so, dass Mauersapeure regelrecht explodiert sind an der Mauer und dann ein riesiges Stück weggerissen haben. Das haben sie gepatcht, sodass zwischendurch Mauersapeure nur noch ein Stück wegmachen. Jetzt scheint es wiederum so zu sein, dass Mauersapeure mehr als ein Stück wegmachen. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie 2, eventuell sogar 3 oder auch 4 Mauerstücke jetzt wegsprengen, anstatt nur 1. Fernkämpfer, denke ich mal. Ich denke, Fighters meinen sie mit Fernkämpfer. Fernkämpfer und Expeditionssepois, also Fernkämpfer vom Dock, können jetzt also Helikopter angreifen aus dem Atomzeitalter. Da habe ich keine Erfahrung mit. Ich habe es noch nie gesehen, dass sie das nicht konnten. Performance-Verbesserungen. Spieler auf älteren Geräten sehen jetzt Performance-Verbesserungen, aber wüsste ich nicht. Also mich betrifft zumindest nicht. Improved Font Usage to Reduce Memory Impact. Das weiß ich jetzt nicht. Font sind, glaube ich, die Schriften oder Texturen, die genutzt werden. Also ich weiß nicht, vielleicht gab es da irgendwelche Probleme bei der Darstellung von Inhalten. Mir ist nichts aufgefallen. Generelle Speicherverbesserung bei Domination. Also vielleicht wird weniger Speicher in Anspruch genommen, Inhalte laden schneller. Bugfixes und Verbesserungen generell. Sie haben einen Bug gefixt, der beim Heritage, das ist die, nicht Abstammung,
Erbe müsste es heißen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich musste gerade überlegen. Beim Erbe-Kapitel in der Bücherei kam es dazu, dass wohl irgendwelche Werte zweifach gezählt wurden. Das haben sie jetzt gefixt, interessiert sowieso nur alle globalen und Atomzeitalter-Spieler. Sie haben einen Bug gefixt, wenn das Schloss zerstört wurde, bevor die Generäle runtergekommen sind. Das wurde scheinbar gefixt, bin ich mir unsicher, was damit gemeint ist. Vielleicht kommen die Generäle zukünftig automatisch runter und man kann das Schloss nicht mehr vorher zerstören. Ich weiß es nicht. Fixed a bug causing a network disconnect when finishing university skills. Also es gab in der Universität Probleme, dass wenn manche Fähigkeiten fertig geforscht wurden, dass entweder da stand, die waren schon lange fertig und die sind schon 500 Sekunden überfällig, oder manchmal ist das Spiel auch einfach ausgegangen. Das scheint hier offenkundig, dass sie es behoben haben. Bin ich mal gespannt. Wir haben den Fallensegen wieder. Der Fallensegen wurde zuerst implementiert, dann war er irgendwie, keine Ahnung, zu stark oder was auch immer. Sie haben den wieder rausgenommen und jetzt sollten wir den Fallensegen nach Update wieder haben. Da bin ich sehr froh drüber. Fixed Bug Causing Training Blessing. Okay, manchmal gab es beim Training, beim Ausbildungssegen das Problem, dass Truppen übelst lange angezeigt wurden. Ein Fernkämpfer dauert 2 Stunden oder so. Das scheinen sie hoffentlich behoben zu haben. Bin gespannt. Fixed Town Center Not Spawning Defenders. Achso, wenn Angriffshelikopter in die Reichweite des Stadtzentrums geflogen sind, scheinen sie nicht richtig das Stadtzentrum ausgelöst zu haben. Das scheint behoben worden zu sein. Die Kriegsakademie zeigt jetzt richtig, wie Taktiken gezählt und ausgebildet werden. Ehemals gab es das Problem, wenn du zum Beispiel 5 Taktiken hast, dass dann teilweise da stand 7 von 5 oder so. Die konnte man nicht ausbilden, aber es stand zumindest da. Level 4 Fort. Defenders now fire bullets. Okay, also die von der Level 4 Burg, die Verteidiger, die da mit dem General runterkommen, feuern jetzt keine Pfeile mehr, sondern Kugeln. Also, denke ich mal, eine rein optische Sache. Die Werte werden ja trotzdem richtig berechnet worden sein. Event-Benachrichtigungen, die dazu geführt haben, dass sie zur falschen Zeit ausgelöst wurden oder einen Haufen an Nachrichten ausgelöst haben. Weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Events jetzt einfach besser angezeigt werden und auch der Fortschritt beim Event. Da gab es ja mal Probleme bei manchen Fortschritten. Fixed a bug causing extraneous symbols. Also es gab bei uns mal das Problem, wenn sich jemand beworben hat in der Allianz, dann hat man in allen nachstehenden Nachrichten immer noch dieses Ablehnen, Annehmen gesehen und dann musste man erst das Spiel einmal neu starten. Das scheint weggegangen zu sein. Various fixes at attack and defense replays, also die Angriffs- und Verteidigungslogs scheinen stabiler geworden zu sein, sodass die mal nicht immer abstürzen, wenn man draufklickt. Security improvement, art fixes and text edits, also so kleinere Sachen, sind wahrscheinlich jetzt verhindert worden, dass bei Allianzen immer dieser übelst lange Buchstabensalat da steht in ganz kleiner Schrift. Security Improvements weiß ich jetzt nicht wirklich, vielleicht kann man nicht mehr so leicht cheaten. Das sind aber auch, glaube ich, eher uninteressante Sachen für uns 0815-Spieler, die jetzt nicht mit irgendwelchen Mods oder mit irgendwas Illegalem da romantieren. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir drunter in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne drunter, wie ihr zu dem Update steht. Freut ihr euch jetzt darüber, dass ihr die Mauern jetzt auch mit Nahrung aufrüsten könnt? Lässt euch das vielleicht auch kalt, weil euch die Mauern relativ egal sind? Ich freue mich über Rückmeldungen. Euer Domination-Tipps.